Mit einem Bein stand unser Meister am Mittwoch gegen den FC Zürich bereits im Halbfinale. Dresden im Angriff. Foul von Fischbach an Häfner. 18. Minute. Hartmut Schade verwandelt sicher. Ein 1:0 hätte bereits gereicht. Wie konsequent Cucinotta Deckungsschwächen bestrafen kann, das hat er ja schon im Hinspiel gezeigt. Hier ist er am Ball. Klaus Müller bekommt den Ball nicht weg. Cucinotta 1:1. In der zweiten Halbzeit dann die scheinbare Wende. Kreisches Kopfball zum 2:1. Der Ball hatte die Linie bereits überschritten. Ein Fehlabspiel von Risi bringt Sachse in Position. Erneut Foul von Fischbach, aber diesmal Vorteilsauslegung. Sachse setzt sich durch, erneut Kreische, 3:1. Das ist die Entscheidung, glaubten die 35.000, doch dann passierte das. Eine Minute später. Schuss von Rutschmann, Jakubowski lässt prallen, Risi bringt den FC Zürich ins Halbfinale.